Hi Leute, ich bin's wieder, Gripkill, und heute machen wir eine weitere Aufnahmesession mit Let's Play Together zusammen mit Carmen und Spechtel. Hi Leute! Hallo! So, wir haben uns die Aufteilung heute so vorgestellt, dass ich mich mal um die Felder und Farmen kümmere und die anderen beiden jeweils Kohle und Holz suchen, da wir praktisch sehr viele Ressourcen brauchen. Leute, ihr glaubt nicht, wie viele Eier in der Hühnertruhe drin sind. Wie viele? Und es sind ja immer 16, also 1, 2, 3, 4, 5, 5 16er Packs und dann noch 9. Die werfe ich mal gleich rein, weil Eier werden wir nicht brauchen. Ja, kommt. So, die ersten 16 waren schon mal nichts drinnen. Das ist nicht so gut. Dafür waren beim zweiten 2 drinnen. So, im dritten 1 und war 1 drinnen. So. So, wieder 1. Und jetzt kommen die letzten 16 und 9. Und die letzten 9. Und Leute, wundert euch nicht, dass meine Stimme vielleicht etwas komisch klingt, denn ich bin nicht ganz gesund, aber da mir der Aufnahmestoff ausgegangen ist, habe ich mir gedacht, sollte ich vielleicht trotzdem mal wieder aufnehmen, weil irgendwie... Mist. Jetzt bin ich auch noch bei der Hündchenfarm runtergefallen. So, dann vermehre ich die mal von unten hier schön. Wer will noch mal? So, dann mache ich den hier mal weg. Und den setzen wir auch gleich wieder hin, den Cobblestone. Komisches ruckelt gerade ein bisschen, das ist nicht so toll. Ich muss mir auf jeden Fall erstmal eine neue Spitzhacke und eine neue Axt machen. Weil momentan habe ich eine Holzspitzhacke, die fast kaputt ist, und meine Schaufel ist auch schon immer gut, da bräuchte ich vielleicht auch mal eine neue. Ja. Wie sieht's denn eigentlich mit der Diamantaxt aus? Die habe ich zurzeit. Ja, nee, ich meine, Achso. Ja, also. Ist noch nicht sehr beschädigt. Das ist schon mal gut. So, gleich neues Werkzeug. Wunderbar. Ich glaube, die automatische Weizen-, Karotten- und Kartoffelfarm dürfte auch schon fertig gewachsen sein. Schaue ich mal gleich hin. Ups, jetzt bin ich runtergefallen. So, schauen wir mal geschwind hin. Die normalen Felder können wir dann auch wieder ernten. Auf zur automatischen Farm. Die ist noch nicht ganz fertig, aber ich säe mal gleich noch ein paar Karotten an. Ja, das... Nein, nicht die Karotte essen, sondern ansäen. Jetzt habe ich sie gegessen, na super. Naja, auch gesund für die Augen, Beta-Carotin. Passiert. So, dann kommt hier noch ein bisschen Weizen hin. Ist hier oben noch was frei? 2 Felder und... Das sollte nicht so sein. Ich habe mich bei der automatischen Farm anscheinend ein wenig verbaut, aber das kann ich gleich korrigieren. Creepkill? Ja? Ich kann auch... Also Feuer breitet sich nicht aus, sagen wir so. Ja. Und der Baum, der will nicht verschwinden. Da ist bestimmt noch Holz drin. Kann ich da eine Schere aus Eisen machen und die ganzen Blätter abbauen? Natürlich, wir haben eigentlich genügend Eisen. Da kannst du ruhig eine Schere machen. Und wofür könnten wir die Blätter gebrauchen? Deko. Ja, stimmt. Wir könnten ein bisschen so da verziehen. Übrigens, ich habe eine Frage. Ihr seid ja solche Häuserbau-Experten. Wird eigentlich ein Haus noch als gültig angesehen, wenn man jetzt da sein Bett reingebaut hat? Was? Wenn man sein Bett in ein Dorfbewohnerhaus reingebaut hat, zählt es dann noch für den Dorfbewohner als Haus? Weiß ich nicht. Weil wenn das nicht der Fall sein sollte, praktisch, dass es dann nicht mehr zählt, dann sollten wir vielleicht alle in ein Haus einziehen oder ein eigenes bauen, weil sonst ist es ja eigentlich die pure Verschwendung, weil es dauert ja auch ziemlich lange, die zu bauen. Solche einfachen Wachhäuser sind eigentlich relativ leicht zum Bauen. Schon, aber... Ja. Trotzdem ist es ja eine Verschwendung, wenn wir
Allerdings, es zählt ja nur die Anzahl der Türen, nicht die Anzahl der Häuser. Stimmt. So, ich glaube, ich habe jetzt alle Kühe vermehrt. Dann kommen wir mal gleich zu den Schafen. Ich baue mal wieder schwarz und weiß, damit wir noch ein paar graue Schafe kriegen. Ja. So, hier schwarz mit weiß. Schwarz mit weiß. Ohne rassistischen Hintergrund. Schwarz mit weiß. Weiß mit grau. Nein, mit dir. Und hast du schon? Oder willst du noch mal? So, ich glaube, ich habe schon langsam. Ja, das waren alle. Mist, jetzt habe ich keine Karotten mehr, um die Schweine zu vermehren. Aber davon haben wir eh schon genügend. Soll ich mal gleich ein paar Kühe abschlachten, damit wir schon mal Leder kriegen für Bücherregale? Weil wie viele Kühe haben wir denn? Moment, lass mich mal nachzahlen. 1, 2. Wer war das? Hatte irgendwer. Ich hab den Creeper gehört. Wer ist hier wieder unfähig, einen Creeper zu killen? In meiner Mine ist gerade der Creeper explodiert. Habe ich bis rauf gehört. Also, große Kühe haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 große Kühe und 1, 2, 3, 4, 5 kleine Kühe. Ja, da kannst du mal ein paar schlachten. Ja. Ja. Wunderbar, schon mal gleich zwei Leder. Da sind immer so viel drin, dass man noch gut vermehren kann. Ja. Na super, okay, ich komme trotzdem ran. So, dann schlachte ich noch die zwei hier. So, ich habe jetzt schon mal 9 Leder. Komm, dann schlachte ich noch eine. Na komm. Das ist so bescheuert. Die Kühe sind eingezäunt, doch wenn ich sie umbringe, fallen die Items nach außen und ich darf rausrennen und wiederholen. So, ich habe jetzt schon mal 11 Leder und 13 rohes Steak. Die schmeiße ich dann auch mal gleich in den Ofen, weil Nahrungsvorräte dürften schon langsam auch so knapp werden. Und während ich das ganze Zeug jetzt mal in den Ofen hau, lese ich mal gleich eine Kommentarfrage vor, denn wir haben heute jede Menge Kommentarfragen. Und da fangen wir mal an mit von Hanses Knorke. Mach mal ein Let's Play von Slender. Von Slender, das sagt euch das was? Nein. Mehr nicht. Also Slender ist so ein Spiel, da rennt man so bei Nacht durch den Wald und hat eine Taschenlampe und muss 8 Zettel finden. Und da gibt es so einen Slenderman, der ist so ein großer weißer Mann und den muss man entrinnen und umso mehr Zettel man hat, umso gefährlicher wird der und der will dann halt immer schnappen und den darf man praktisch nicht anschauen. Und das hat einen ziemlich großen Horrorfaktor, das Spiel. Aha. So, kommt das hier schon mal rein. Das hier raus. Und hier legen wir gleich das Schweinefleisch hinein. Wollen wir außer Getreide noch gleich eine andere automatische Farm aufbauen? Also vielleicht für Melonen oder so? Weil genügend Pistons und Redstone hätte ich noch. Melonen? Geht das überhaupt? Ja, geht. Geht sogar. Wie denn? Geht auf zwei Weisen. Einmal die effektivere, dazu braucht man aber Sticky Pistons, also Slimebälle. Oder man baut eine, die ich gebaut habe. Die ist zwar nur halb so effektiv, dafür braucht man nur normale Pistons. Wie funktioniert die? Also die Melonen wachsen ja am Rand vom Wasser. Jetzt muss man dafür sorgen, dass das Wasser halt in eine Richtung strömt. Und die Melonen werden dann von den Pistons nach innen gedrückt, werden dabei zerstört. Und die gedroppten Melonenspalten oder ja Melonenviertelteile da werden dann halt in den Wasserkanal geschubst und werden dann hinten von den Trichter aufgesaugt. Aha. Geht sogar ganz automatisch. Also man kann es natürlich so machen, dass man die selbst erntet. Man kann es aber allerdings auch so machen, dass man praktisch eine Melone als Sensor nimmt. Wenn praktisch die wächst, dann wird geerntet. Aber das ist wieder noch ein Hauch komplizierter und das werden wir erstmal ein bisschen in den Hintergrund stellen. Jetzt brauchen wir erstmal jede Menge Ressourcen wieder. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ach, Mist. Ich kann mit Leder... Moment. Ich kann mit Leder nicht Rechtsklick auf irgendwas machen, weil dann steht da World Guard Not Definite Regions hier. Das heißt praktisch, mit Leder kann man Sachen praktisch schützen vom Abbauen, aber so ein Plugin, wo ich auf den Server gezogen habe, aber solange man nicht mit Leder auf irgendwas draufklickt, dürfte es ja noch nicht stören. Mhm. So, jetzt habe ich hier Papier.
Oh Gott, wir haben noch gleich Bücher gecraftet, so, oder? Und Papier, Papier, Papier und dann hier Leder hin. Genau.